So. Schönen Fastnachmittag zu einer weiteren Vorlesung, Vortrag im Rahmen des Moduls Emerging Fields in Architecture an der TU Wien. Ich freue mich, dass wir heute den Joran Fellner begrüßen dürfen. Er lehrt und forscht seit 2000 an der TU Wien im Bereich Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement. Forschungsschwerpunkt seiner Arbeiten ist die Analyse von Abfall- und Ressourcensystemen. Und von 2012 bis 2020 hat er ein Christian-Doppler-Labor zum Thema anthropogene Ressourcen geleitet. Neben Themen wie Urban Mining und Recycling wurden im Rahmen dieses Labors auch Methoden zur Klassifizierung von Sekundärressourcen erarbeitet. In den letzten Jahren widmete sich Johann Fellner und seine Forschung auch verstärkt der Abfallwirtschaft in Entwicklungsländern und auch welche Methode hier nachhaltig eingesetzt werden kann. Ich selbst bin durch einen Input im Rahmen des Circular Strategies Symposium auf Professor Fellner aufmerksam geworden und freue mich sehr, dass er zugesagt hat, auch bei uns im Modul einen Input zu geben und auch, dass wir einen weiteren hochwertigen Input seitens der TU Wien bekommen. Der Titel des Vortrags ist Material Cycles in the Building Sector, Opportunities and Limitations. Vielen Dank, Johann. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Super, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank auch für die Einladung. Es ist immer ganz spannend, bei anderen Fakultäten vortragen zu dürfen. Also wir sind angesiedelt, unser Institut ist angesiedelt an der Bauingenieurfakultät, also nicht so weit entfernt von den Architekten. Ja, und es ist ja trotzdem ganz spannend, da ein bisschen einen Brückenschlag zu machen zu den Architekten. Und Themen, die wir bearbeiten, die ganz wesentlich sind und die dann eigentlich auch sehr stark in die Architektur reinspielen, hier mal präsentieren zu können. Ja, der Titel ist Material Cycles in the Building Sector, Opportunities and Limitations. Also was sind irgendwie die Möglichkeiten und welche Grenzen habe ich? Und Sie werden es dann im Laufe des Vortrags sehen, es gibt sehr viele Grenzen, die hier auftauchen. Bevor ich loslege, ganz wichtig, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte mich sofort unterbrechen. Mir ist es viel lieber, wenn ich in Diskussion gehen kann, als wenn das ein Monolog wird für die nächsten 1,5 Stunden. Das heißt, ich würde Sie wirklich bitten, Fragen, kritische Bemerkungen sofort kundzutun. Mir wäre es auch recht, wenn Sie irgendwie das Mikrofon einschalten und sich zu Wort melden, weil ich das eigentlich nicht schaffe, irgendwie den Chat, die Folien, was auch immer gleichzeitig im Auge zu behalten. Das heißt, mir wäre es recht, wenn Sie das mündlich tun. In dem ersten Bild, das wir hier sehen, soll gegenübergestellt werden, wir haben prinzipiell unterschiedliche Möglichkeiten, um zu unseren Rohstoffen zu kommen. Das linke Bild zeigt die klassische Rohstoffmine, das ist eine Kupfermine, wo eben Kupfererz abgebaut wird über Tagebau. Und das rechte Bild eine Stadt in Nordamerika, wo eben sehr viele Ressourcen schon enthalten sind und wo man davon ausgeht, dass zunehmend diese Ressourcen, die schon verbaut worden sind, die schon genutzt worden sind, eigentlich zukünftig eine immer stärker oder wichtiger werdende Rohstoffquelle werden wird. Und in diesem Zusammenhang, wenn man Städte oder Güter, die wir schon besitzen, als zukünftige Rohstoffquelle verwenden, dann gibt es unterschiedliche Schlagworte, die dabei verwendet werden. Und zwar einerseits Urban Mining, also dass man die Stadt als Mine ansieht, als urbane Mine. Dem Zusammenhang auch dieser Begriff anthropogene Ressourcen, also vom Menschen geschaffene Ressourcen. Das war eben dieses Christian-Doppler-Labor, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe. Also das sind ein paar Begriffe, die jetzt immer wieder vorkommen. Und ja, also wenn ich von Urban Mining spreche, dann geht es eben darum, Rohstoffrückgewinnung aus den Städten, aus den Dingen, die wir eigentlich schon produziert haben. Gut, muss ich da. Ja, im Rahmen des Vortrags möchte ich auf unterschiedliche Begriffe eingehen. Einerseits über den Rohstoffverbrauch erzählen,
dann auch auf den Begriff der Rohstoffverknappung, also Resource Scarcity, eingehen. Warum diskutieren wir eigentlich das Thema Recycling, Urban Mining? Hängt das zusammen mit dem Thema Resource Scarcity, also Rohstoffverknappung? Dann darauf eingehen, welche Mengen an Ressourcen gibt es in den Städten, vor allem gibt es in den Gebäuden. Wir haben im Rahmen des Christian-Doppler-Labors sehr intensive Untersuchungen gemacht zum Rohstoff, Baurohstoffbedarf in der Stadt Wien, beziehungsweise auch zu der eine Analyse dahingehend gemacht, welche Mengen an Rohstoffen sind da aktuell schon verbaut und könnten zukünftig als Sekundärressourcen zur Verfügung stehen. Und im Abschluss, dann möchte ich noch explizit nochmal auf die Stadt Wien drauf eingehen und ein bisschen etwas Urban Mining und vor allem Circular Economy. Das ist ein neuer Begriff, also Kreislaufwirtschaft, der da jetzt sehr stark gepusht wird. Ich sage mal, vor 10 Jahren war es der Begriff Urban Mining, der sehr hype war. Jetzt spricht man über Circular Economy. Ja, und Ihnen zeigen, welche Grenzen und welche Möglichkeiten es dazu gibt. Gut. Wenn man sich Rohstoffe anschaut, die jetzt schon in irgendeiner Form mal verarbeitet wurden, also nicht die Rohstoffe, die noch auf einer Erzlagerstätte liegen, sondern die in irgendeiner Form verarbeitet wurden, dann gibt es unterschiedliche Rohstofflager. Man spricht dabei auch von Rohstofflager in der sogenannten Technosphäre oder in der Anthroposphäre, also von Menschen geschaffenen Sphäre. Das können Materialien sein, die sich im urbanen Raum befinden. Das können Materialien sein, die sich im ländlichen Raum befinden oder die sich irgendwo dazwischen, zwischen urbanem und ländlichen Raum befinden. Und zwei Begriffe, die hier sehr stark verwendet werden, ist der Begriff Urban Mining. Das habe ich gerade vorher versucht schon zu erklären. Also Urban Mining würde man verstehen, dass man all die Dinge, die jetzt in der Stadt sind, in Gebrauch oder zum Teil auch nicht mehr in Gebrauch, dass man auf die fokussiert und die versucht, verstärkt zurückzugewinnen, also Ressourcen von dort zurückzugewinnen. Und dann gibt es einen zweiten Begriff, der sehr stark gepusht wird, wo es sehr viele Forschungsuntersuchungen gegeben hat, der aber ein bisschen etwas anderes untersucht, sogenanntes Landfill Mining oder Deponierückbau. Am Ende des Tages landen sehr viele unserer Materialien auf Deponien. Und es gibt Ideen dazu, dass man diese Deponien zukünftig als Rohstofflager verwenden kann, weil wir einfach bessere Technologien haben, um Wertstoffe aus Deponien zurückzugewinnen. Sie sehen hier mit den Kreisen leicht verdeutlicht, wie groß sind diese Lager. Also das im Gebrauch befindliche Lager ist deutlich am größten. Dann gibt es das sogenannte Hypernation-Lager, also das Lager, das zwar in den Städten sich befindet, aber nicht mehr in Gebrauch ist. Was kann man darunter verstehen? Das wären zum Beispiel irgendwelche Erdkabel, die mal verlegt wurden, aber weil dann später eine stärkere Leitung benötigt wurde, wurde ein neues Kabel eingezogen und das alte Kabel befindet sich noch im Boden. Das würde man unter Hypernations verstehen. Genauso wär zum Beispiel ein Gebäude, das nicht mehr genutzt wird. Mehr oder weniger ein leerstehendes Gebäude wäre ein Gebäude in Hypernation. Dort kann ich die Materialien, die da enthalten sind, eigentlich unmittelbar zurückgewinnen. Während wenn das in use sich befindet, ist das natürlich problematisch, beziehungsweise wird das nicht durchgeführt. Auf die Dinge, die da jetzt im ländlichen Raum sind, also Tailings und so weiter, das werden einfach Deponien, die aus dem Bergbau entstanden sind. Das wären Tailings, Bergbauhalden. Auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Darf ich noch mal etwas sagen dazu? Gerne, ja. Das heißt, der Circle, der in use ist, also den kann man nicht an, das ist quasi wie ein Depot, das man nicht angreifen kann, aber alle anderen, Hypernation, Dissipation, Tailings, ja. Lake und Landfill, sind theoretisch angreifbar, richtig, ja. Also in use, also niemand wird auf die Idee kommen, ein Gebäude jetzt abzubrechen, nur weil er das Kupfer ran will, ja. Genauso beim Auto. Niemand wird ein Auto jetzt verschrotten, nur weil er den Stahl haben will. Das heißt, der In-Use wird irgendwann zum End of Life kommen oder Teile davon werden zum End of Life kommen. Und deswegen ist es auch wichtig, diesen In-Use genau zu kennen, weil nur wenn ich den In-Use kenne, weiß ich, was zukünftig als End of Life herkommt und mehr oder weniger, also immer von diesen
von diesem großen Kreis, wenn man so will, bricht immer ein Teil ab. Das ist quasi das, was quasi am Ende der Lebensdauer gelangt. Und dann kann ich es recyceln bzw. in Kreis führen. Ja. Ja, aber ganz richtig. Das, was hier als Dissipation angegeben ist, das ist etwas, was eigentlich nicht rückgewinnbar ist, weil es in so geringen Konzentrationen ist. Man sieht hier auch, je heller die Konzentration wird, desto geringer, also je heller der Kreis wird, desto geringer ist die Konzentration. Das heißt, das kann nicht zurückgewonnen werden. Ich darf Ihnen nur ein Beispiel nennen, was Dissipation heißen würde. Die österreichischen Bundesbahnen sind elektrifiziert zum Großteil. Dort habe ich Kupferkabel, ja, die Leitung, den Strom quasi transportieren. Und durch die Stromabnehmer der Lokomotiven kommt es zu einem Abrieb dieser Kupferkabel, dieser Kupferleitungen. Und dieser Abrieb dieser Kupferleitungen verteilt sich schön entlang der Strecke. Das heißt, der Boden entlang einer Eisenbahnstrecke ist eigentlich mit Kupfer belastet, und das wäre Dissipation. Ja. Aber niemand würde auf die Idee kommen, diesen Boden zu verwenden und dort das Kupfer zurückzugewinnen. Ja. Das sind einfach Verluste, die ich habe. Gut, also Landfill Mining. Dazu gibt es auch verschiedene Projekte. Das Projekt gegeben in Österreich, und dann Urban Mining, wo es eben darum geht, ein besseres Verständnis zu haben, welche Rohstoffe sind in Städten verbaut und wie kann ich da am Ende der Lebensdauer am besten darauf zurückgreifen. Gut, kommen wir zu dem ersten Begriff, Ressourcenverbrauch. Wir haben eigentlich, oder die meisten, ich glaube jetzt nicht, dass Sie ungefähr eine Ahnung haben, wie viel Rohstoffe Sie verbrauchen von der Geburt bis zu ihrem Tod. Oder gibt es jemanden, der das glaubt zu wissen? Welche Menge an Rohstoffen? Also jetzt gar keine Nahrungsmittel sind da noch gar nicht dabei und Wasser ist da nicht dabei. Aber jetzt an mineralischen und metallischen Rohstoffen. Haben Sie da irgendeine Idee, welche Menge Sie da konsumieren im Laufe Ihres Lebens? Oder was ist mengenmäßig das Wichtigste? Machen wir die Frage mal einfacher. Was ist mengenmäßig, glaube ich, das Wichtigste? Wichtigste Rohstoff? Ich glaube, Stromverbrauch. Also die Rohstoffe, die dann durch den Strom mitverbraucht werden, also den man benutzt. Mehr oder weniger die Energieträger, die ich dazu brauche, um den Strom zu erzeugen. Mhm. Genau, den Strom, den ich mein Leben lang benutze. Also vor allem mit der zunehmenden Elektrifizierung und so. Also wenn ich das jetzt als Kohle erzeuge oder Gas, ja, dann gebe ich Ihnen durchaus recht. Ja. Jetzt als Bauingenieur, Plastik sicher nicht. Mengenmäßig nicht relevant, aber jetzt als Bauingenieur, sage ich, als Architekten ist es sehr naheliegend. Was könnte das sein? Das sind Baumaterialien. Ja. Also Sie verbrauchen, das sind quasi Daten für einen Europäer oder Nordamerikaner. Nordamerikaner verbrauchen tendenziell ein bisschen mehr noch. Etwa im Laufe des Lebens verbrauchen Sie 500 Tonnen an Steinen, Sand und Kies, einfach als Baumaterial. Ja? Das ist schon mal die Hälfte des gesamten Verbrauchs. Dann noch einmal die gleiche Menge für Kohle und für andere fossile Energieträger. Da ist aber nicht nur die Stromerzeugung dabei. Ich brauche klarerweise auch fossile Energieträger, um Baumaterialien herstellen zu können. Ja? Um einen Ziegel zu brennen, brauche ich Energieträger. Um Zement brennen zu können, brauche ich Kohle typischerweise. Das heißt, das sind alles Energieträger, die ich brauche. Und das sind noch einmal in Summe knapp 500 Tonnen. Und dann gibt es noch andere Mineralien, Metalle, Zement, Salze, Phosphat, Erze, Eisenerz, unterschiedliche Tonminerale, Aluminium, knapp 2 Tonnen Aluminium, 400 Kilogramm Kupfer, Blei, Zink und dann noch, 40 Gramm Gold im Laufe des Lebens benötigt werden. Also eine sehr, sehr große Rohstoffmenge, die benötigt wird. Und nur ein kleiner Teil dieser Rohstoffe wird aktuell oder kann aktuell über, wenn man so will, Abfälle abgedeckt werden. Der Großteil muss aus der Natur frisch entnommen werden. Und das ist jetzt, kann ich fragen dazu, ja. Wie wurde das ausgerechnet? Also
Gab es denn sozusagen einen Gesamtverbrauch der Gesellschaft und dann die Teilnehmer der Gesellschaft? Richtig. Also ab 18 oder was? Und dann wurde ein Durchschnitt, also... Richtig. Also im Endeffekt kann ich mir ausrechnen, also ich nehme jetzt zum Beispiel die USA her oder die Europäische Union her, dann weiß ich eigentlich sehr, sehr gut, wie hoch ist der Verbrauch an diesen unterschiedlichen Materialien. Und dann dividiere ich das einfach durch die Gesamtzahl der Bevölkerung. Und dann rechne ich das mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von, ich weiß nicht, 70 Jahren, 80 Jahren hoch. Und dann komme ich zu einem Gesamtverbrauch. Ja. So ist das berechnet worden. Das ist einmal, wir haben einen sehr großen Rohstoffverbrauch. Und was jetzt für die Europäische Union insbesondere problematisch ist, gilt auch für andere hochentwickelte Länder, aber für die Europäische Union im Besonderen, dass viele dieser Rohstoffe, die wir benötigen, importiert werden müssen. Und Sie haben hier für unterschiedliche Materialien, ich weiß, Sie sind keine Chemiker, haben Sie für unterschiedliche Materialien die Importabhängigkeit, ja, die Europäische Union hat. Zum Beispiel seltene Erden, das sind Materialien, die Sie in Elektronikprodukten benötigten, die Sie in Handys benötigten. Kobalt ist ein wichtiges Element, das zur Legierung von Stahl verwendet wird. Antimon ist zum Beispiel etwas, das Sie benötigen als Katalysator, um PET-Flaschen herzustellen. Also all das sind Materialien, die zu 100% importiert werden müssen. Was man dazu sagen muss, diese Materialien hier ganz oben sind mengenmäßig relativ klein, also nicht sehr große Mengen, die insgesamt benötigt werden. Aber was dann trotzdem interessant wird, auch Eisenerz, also wirklich ein Material, das in großen Mengen benötigt wird, wird zu 85% in die Europäische Union importiert. Das heißt, wenn wir jetzt bei Europa bleiben, haben wir zwei Problemfelder. Einerseits, ich habe einen sehr, sehr großen Ressourcenverbrauch und andererseits weiß ich auch, dass ein signifikanter Anteil dieser Ressourcen nicht durch inländische Produktion gedeckt werden kann, sondern importiert werden kann. Das heißt, man hat eben auf europäischer Union, auf europäischer Ebene unterschiedliche Strategien entwickelt, um zukünftig eine Rohstoffversorgung sicherzustellen. Ja. Und dazu gehören Rohstoffpartnerschaften mit afrikanischen Ländern, die eben diese Vorkommen haben. Dazu gehört auch die Wiederaufnahme des innereuropäischen Bergbaus, der aus Umweltgründen und aus Kostengründen zum Teil zurückgefahren wurde. Und das dritte Standbein ist einfach ein verstärktes Materialrecycling, verstärkte Kreislaufführung, die notwendig ist in dem Zusammenhang. Das war mal der erste Begriff, Rohstoffverbrauch. Der nächste, da geht es um Rohstoffverknappung. Das ist auch etwas, also ein Begriff, der sehr stark durch die Medien geistert, der immer wieder kommt und vor allem dann kommt, wenn die Rohstoffpreise sehr hoch sind. Also jetzt aktuell haben wir wieder eine Zeit, wo extrem hohe Rohstoffpreise vorhanden sind. Das war auch im Jahr 2008, kurz vor der Wirtschaftskrise damals. Und zwar sind damals Erdölpreise und andere Preise für Kupfererz und Eisenerz und so weiter sehr stark angezogen. Und ja, genau zu diesen Zeitpunkten wird dann immer verstärkt diskutiert, haben wir überhaupt noch genug Rohstoffe auf der Erde? Und kann es sein, oder wie lange halten die Vorräte noch? Und kann es sein, dass wir bald den gesamten Planeten ausgebeutet haben? Und ich habe da jetzt die Kolumne von Paul Krugman, ein Wirtschafter und Nobelpreisträger, irgendwie exemplarisch rausgenommen, der hier irgendwie die Frage stellt, are we running out of planet to exploit? Und er bringt halt unterschiedliche Beispiele, dass wir in eine starke Ressourcenverknappung irgendwie kommen. Und das war natürlich 2008 nicht die erste Diskussion, die da entstanden ist. Ich meine, Sie sicher kennen den Begriff Peak Oil, also der Zeitpunkt, wo man davon ausgeht, dass die Hälfte der Erdöllagerstätten schon ausgebeutet wurde und dann die Produktion rückläufig sein wird. Begonnen hat das bereits in den 70er Jahren mit dem Club of Rome. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff sein wird. Aber dort hat man erstmals begonnen, global sich zu überlegen, na gut, eigentlich verbrauchen wir viel mehr Rohstoffe, als irgendwie
vorhanden sind langfristig. Und das muss irgendwie dann dazu führen, dass das nicht nachhaltig ist und dass wir irgendwann in eine große Ressourcenverknappung kommen. Ja? Das sind alles Dinge, die vielen noch bekannt sind, auch mir bekannt waren. Was mir nicht bekannt war, ist Folgendes. Und zwar habe ich diesen Zeitungsartikel von Paul Krugman aus der New York Times, und die New York Times hat die Möglichkeit, nach gewissen Schlagwörtern zu suchen. Und für mich war das dann interessant zu sehen, okay, was passiert, wenn ich Resource Scarcity eingebe, Ressourcenknappheit eingebe. Dann war ich eigentlich sehr überrascht, dass das Thema bereits 1900, also mehr als 120 Jahre zurück, bereits ein ganz, ganz zentrales Thema war in den Medien damals, in der New York Times. Und dass es sehr viele Artikel gegeben hat, wo sehr hochrangige Wissenschaftler damals geglaubt haben zu wissen, dass es für unterschiedliche Rohstoffe, ob das jetzt Kupfer ist, ob das Eisen ist, dass es dort eine starke Verknappung gibt. Kupfer war ganz, ganz zentral damals. Also damals hat man begonnen mit der Elektrifizierung in den USA, und man war der festen Überzeugung, dass die Kupfervorräte, die man hat, dass die nicht ausreichen werden, um die gesamte USA zu elektrifizieren. Dass die Annahmen damals falsch waren, wissen wir heute. Ja. Also es gibt deutlich mehr Kupfer, als die damals geglaubt haben, dass es gibt. Ja. Die Frage ist nur, wie schaut das heute aus? Wie schaut das heute 100, 120 Jahre später aus? Ist diese Annahme auch, dass wir mehr oder weniger bald alle Rohstoffe ausgebeutet haben, auch falsch? Ich weiß es nicht. Ja. Ich möchte Ihnen nur dazu ein paar Grafiken zeigen mal und dann mit Ihnen kurz diskutieren. Darf ich dich nochmal unterbrechen? Ja, gerne. Kann das sein, dass da eine Verschiebung gegeben hat? Also weil man nimmt ja jetzt nicht immer Kupfer, also man... Zum Elektrifizieren. Nein, also der Hauptgrund, warum man 1900 davon ausgegangen ist, man hat einfach ein limitiertes Wissen darüber gehabt, welche Kupfervorräte sind, oder welche Kupferlagerstätten gibt es überhaupt. Ja? Und was man auch hatte, man hatte natürlich begrenzte Technologie. Also damals war es nicht möglich, Kupfer aus größeren Tiefen aus der Erde zu holen, ja? Weil das einfach zu aufwendig gewesen wäre. Das heißt, das begrenzte Wissen einerseits und andererseits die Technologie damals haben die Mengen begrenzt. Ja? Also die Mengen, die man geglaubt hat zu wissen. Ja? Also Kupfer wird eigentlich in viel mehr Anwendungen eingesetzt, als es damals irgendwie vorhergesehen wurde. Ja? Da ging es ja nur darum, dass man mehr oder weniger Licht in alle Häuser bringt, ja, aber nicht jetzt, dass ich jetzt Stromleitungen baue, die ganz andere Funktionen noch erfüllen können. Ne? Was man hier sieht in der Grafik, ist die globale Produktion von unterschiedlichen Rohstoffen, Erdöl, Stahl, Kupfer, Phosphat, Lithium und so weiter, von 1900 bis etwa 2010. Und die Mengen, die hier angegeben sind, sind alle indiziert auf das Jahr 1950. Das heißt, der Mengenindex 1950 ist 1 für alle Rohstoffe, und man sieht dann beispielsweise, dass der, was ist blau, ist Aluminium, dass der Aluminiumverbrauch seit 1950 global um Faktor 26 zugenommen hat. Also wir produzieren heute jährlich die 26-fache Mengen Aluminium, die wir 1950 produziert haben. Also unglaublicher Zuwachs, ja. Wenn ich das auf das Jahr 1900 projiziere, ist dieser Zuwachs noch deutlicher. Und wie gesagt, damals 1900 hatte man große Sorgen. Geht sich das aus, rohstofftechnisch? Haben wir genug Rohstoffe zur Verfügung? Und wir haben einen enormen Zuwachs an der jährlichen Produktion gehabt, über mehr als 100 Jahre schon. Und die Frage ist einfach, wie geht es hier weiter? Kann es hier weiter noch steigen? Oder wird das irgendwann mal abflachen, weil wir einfach die Ressourcen nicht zur Verfügung haben? Man weiß es nicht genau. Und jetzt komme ich zurück zu einer Frage. Wann, glauben Sie, würde man erkennen, dass ein Rohstoff wirklich knapp wird? Was glauben Sie, ist irgendwie ein Indikator dafür, dass der Rohstoff knapp wird? Krieg.
Krieg könnte eine Ursache sein. Die Leute beginnen aufzurüsten, die beginnen halt das Militär zu stärken. Und ja, schon, aber das, ja. Das ist mehr oder weniger eine Ursache vielleicht, dass Rohstoffe knapp werden. Aber woran würden Sie jetzt unmittelbar kennen, wenn ein Rohstoff knapp ist? Extreme Preissteigerung. Am Preis, also stimmt. Also wenn der Preis, wie der Preis sich entwickelt. Ich habe jetzt hier die Mengen dargestellt. Wie glauben Sie, hat sich der Preis im Laufe der Zeit entwickelt für diese Rohstoffe? Sind billiger geworden. Sind billiger geworden, okay. Das heißt, wir haben eigentlich keine Rohstoffverknappung. Wenn die Rohstoffpreise billiger geworden sind, haben wir keine Rohstoffverknappung, oder? Nein, meine Erdölpreise sind doch jetzt wieder gestiegen, oder? Und ja. Stahlpreise auch. Ja, also es ist auch nicht so trivial zu sagen. Und ich zeige dann, und man muss ein bisschen aufpassen, weil kurzfristige Preisschwankungen sind das eine, ja, können ganz spezielle Ursachen haben. Aber wichtig ist zu sehen, wie hat sich langfristig der Preis entwickelt, ja. Und jetzt habe ich hier die gleiche Grafik zu den Mengen zum Preis dieser unterschiedlichen Rohstoffe. Und wiederum der Preisindex ist bezogen auf 1950 und die Preise wurden inflationsbereinigt, ja. Und was für mich auch interessant war zu sehen, ist, dass die meisten dieser Rohstoffe, vergessen wir mal jetzt Aluminium und Erdöl, aber die meisten dieser Rohstoffe sind in ihrem Preis relativ konstant über die Zeit. Ja. Das heißt, das bewegt sich alles irgendwie so um eins. Es schwankt natürlich kurzfristig sehr stark, aber über die letzten 100 Jahre konnte man für viele Rohstoffe jetzt keinen wirklichen Preisabfall, aber auch keine richtige Preiszunahme erkennen. Das ist insofern interessant, weil natürlich es deutlich aufwendiger geworden ist, zum Beispiel Kupfer zu gewinnen. Ja, ich habe gesagt, vorher war es möglich, Kupfer mehr oder weniger im Tagbau zu gewinnen und Kupfererze mit sehr hohen Konzentrationen zurückzubauen. Während heutzutage das deutlich aufwendiger ist. Der Grund dafür, warum es keine Preissteigerung tatsächlich gegeben hat oder teilweise sogar zu einer Preisreduktion gekommen ist, ist einfach die Economy of Scale. Also es wird einfach in viel größeren Mengen produziert und das ist das eine. Und zweitens der technologische Fortschritt. Also diese beiden Dinge führen dazu oder haben dazu geführt im letzten Jahrhundert, dass die meisten Rohstoffe eigentlich relativ konstant in ihrem Preis sind. Ja. Die einzige Ausnahme, die hier jetzt ist, ist Erdöl. Und jemand hat vorher schon gesagt, Erdölpreis ist wieder gestiegen. Das stimmt auch. Das würde man vielleicht sehen, auch in seinem Anstieg dann. Wie gesagt, die Grafik hört jetzt hier 2008 etwa auf oder 2010. In der Zwischenzeit ist die Kurve wieder deutlich runtergegangen. Das heißt, wir hätten da wieder so einen Zacken hoch. Wenn man so will, ist von all diesen Rohstoffen, die da jetzt angeführt sind, Erdöl der einzige, wo man einen Preisanstieg sieht, ja, und wo man jetzt vermuten könnte, dass es vielleicht knapp ist. Erdöl oder fossile Energieträger eine knappe Ressource sind. Und dazu habe ich folgende Information für Sie. Ich möchte mich jetzt nicht nur auf Erdöl konzentrieren, sondern generell auf fossile Energieträger, also Erdöl, Erdgas und Kohle. Und die Frage ist, werden diese drei Energieträger, fossilen Energieträger, knapp? Die Zahlen sind jetzt bis 2007, aber es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig geändert von 2007 bis 2021. Sie sehen hier in der orangen Farbe die Menge an fossilen Energieträgern, die von Beginn der Industrialisierung seit 1750 bis heute mehr oder weniger der Erde entnommen wurden. Das sind 500 Einheiten. Und diese Einheiten sind Milliarden Tonnen an Kohlenstoff, an fossilen Kohlenstoff. Also 500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff wurden aus der Vergangenheit der Erde entnommen in Form von Kohle, Erdöl und Erdgas. Im Vergleich dazu sind diese 1200 bis 1500 sind die Mengen, die wir aktuell noch kennen, die vorhanden sind. Also in etwa die dreifache, teilweise schätzt man heute sogar die vierfache Menge an dem, was wir in der Vergangenheit gebraucht haben, wissen wir, ist vorhanden noch und können wir mit der aktuellen Technologie, die wir haben, auch aus der Erde wieder rausholen. Ja?
Man nennt das sogenannte Reserven in der Sprache der Rohstoffgeologen. Also ja, wenn wir den gleichen Verbrauch hätten wie in der Vergangenheit, ja, dann könnten wir noch einmal dreimal 250 Jahre damit haushalten. Das ist nicht der Fall. Aber wir kennen etwa die dreifache Menge von dem, was wir in der Vergangenheit verwenden. Und dann ist jetzt aber die Frage, der blaue Balken ist ja nur das, was wir aktuell kennen, weil wir die Technologie haben, also weil wir kennen, wo die Lagerstätten sind und weil wir auch die Technologie haben, das aus der Erde rauszuholen. Ja? Die Frage, die sich aber stellt und die man jetzt nicht so einfach beantworten kann, wie viele fossile Energieträger sind insgesamt draußen? Wie viele, das wäre dieser gelbe Balken, ja? Wie groß ist die Menge an sogenannten Ressourcen, an fossilen Ressourcen, die da wirklich vorhanden ist? Wir wissen nicht, wo sie sind aktuell und wir wissen auch nicht, ob wir jemals eine Technologie haben, um sie zu gewinnen. Aber wie groß ist dieser gelbe Balken an gesamten fossilen Energieträgern? Gibt es da irgendeine Schätzung? Wie groß, glauben Sie, ist dieser gelbe Balken im Vergleich zu dem, was wir kennen? Ist es zweimal so groß, dreimal so groß? Irgendeine Idee? Gibt es Optimisten, Pessimisten? Es ist keine Antwort falsch, ich weiß es nicht. Ja? Aber ich möchte mit Ihnen kurz diskutieren. Und Ihnen dann nachher zeigen, wie man in etwa abschätzen kann, wie groß das sein könnte. Also so wie es jetzt gezeichnet ist, ist es ja wohl mindestens doppelt so groß, aber es könnte auch kleiner sein, oder? Ja, es kann auch kleiner sein, ja. Aber wie gesagt, also von der Grafik würde ich mich jetzt nicht verleiten lassen, ja. Aber wie gesagt, immer im Kopf haben, das eine ist die Lagerstätten, die wir jetzt kennen, wo wir die Technologie haben, aber wie viel könnte insgesamt draußen sein? Also es kann ja sein, dass es irgendwo am Meeresboden, unter dem Meeresboden, ich weiß nicht, Lagerstätten gibt, die wir aktuell nicht kennen, die wir noch nie erkundet haben. Ja. Naja, man kennt ja den Großteil vom Meer nicht wirklich, deswegen wahrscheinlich, ich schätze jetzt 10-mal so viel. Okay, 10-mal so viel, okay, gut. Jetzt sage ich Ihnen, wie man in etwa abschätzen kann, wie groß es sein muss oder wird. Und zwar, wenn man sich überlegt, wie sind fossile Energieträger entstanden. Und zwar folgendes Bild hier auf der rechten Seite, das ist die Zusammensetzung unserer Atmosphäre im Laufe der letzten 1000 Millionen Jahre. Heute, ich muss wie gesagt aufpassen, Sie sind alle keine Chemiker, heute haben wir eine Atmosphäre, die besteht aus 21% Sauerstoff, dann knapp 80% Stickstoff. Ja? Und zu ganz, ganz kleinen Mengen an CO2, also 0,04% CO2 haben wir in der Atmosphäre. 0,04%. Ja? Wenn wir 1000 Millionen Jahre zurückgehen, war die Zusammensetzung unserer Atmosphäre eine andere. Wir hatten wiederum etwa dieselbe Menge an Stickstoff, ein bisschen mehr wie 80%. Wir hatten geringe Mengen an Sauerstoff, nur 1-2%. Und wir hatten fast 20% an CO2. Ja. Und irgendwas ist dann passiert, dass diese Atmosphäre sich verändert hat von einer CO2-Atmosphäre zu einer Sauerstoffatmosphäre. Und da würde jetzt der Mittelschulstoff irgendwie reinspielen. Also wer hat eine Idee, was ist passiert, warum hat sich die Atmosphäre verändert von CO2 zu Sauerstoff? Photosynthese. Richtig, Photosynthese ist entstanden. Das heißt, die Pflanzen haben das CO2 aufgenommen. Ein Teil dieses CO2s, das da jetzt aus der Atmosphäre verschwunden ist, das befindet sich in der Biomasse, die jetzt Regenwälder, Böden und so weiter, dort ist das CO2 gebunden. Und man kann das ausrechnen, wie viel CO2 ist in der aktuellen Biomasse vorhanden, wie viel CO2, also wie viel Kohlenstoff, Entschuldigung, der Kohlenstoff ist ja verschwunden, wie viel Kohlenstoff ist da gebunden in der Biomasse, wie viel Kohlenstoff ist gebunden in den Böden. Und wenn man diese Bilanz macht und das vergleicht mit der Kohlenstoffmenge, CO2-Menge, die damals in der Atmosphäre war, dann kommt man drauf, dass eine gewisse Menge fehlt. Und diese Menge muss mehr oder weniger
der Kohlenstoff sein, der dann schlussendlich aus dem System entzogen wurde und in Form von fossilen Energieträgern irgendwo gespeichert ist. Ja? Und wenn man diese Rechnung vereinfacht macht, dann kommt man hier auf eine Zahl von 300.000. Ja? Das heißt, es ist in etwa Faktor 200 größer, die Ressourcenmenge ist etwa um Faktor 200 größer als die Menge, die wir aktuell kennen. Ja? Wir wissen jetzt nicht, ob wir Technologien haben, das jemals zurückzugewinnen, aber die Menge, die da draußen sein wird, ist extrem hoch. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann haben wir eigentlich keine Ressourcenverknappung, was fossile Energieträger betrifft, weil einfach so viel vorhanden ist. Aber, und jetzt kommt's, und das ist ganz wichtig, sollten wir auch nur irgendwie daran denken, diesen gelben Balken zu ernten? Sicher nicht. Ja? Weil was würde passieren, wenn wir den gelben Balken vollständig quasi aus der Erde rausholen würden? Ja? Dann hätten wir wiederum eine Atmosphäre wie vor 1000 Millionen Jahren, eine CO2-lastige Atmosphäre. Ja? Was wir aktuell tun, ist ja, wir bewegen uns eh schon langsam zurück, ja? Also langsam, eigentlich viel zu schnell bewegen wir uns zurück, ja? Weil wir einfach die CO2-Konzentration in der Atmosphäre immer stärker anreichern, was eben zum Treibhaus, zur globalen Erwärmung führt. Und das heißt, wir bewegen uns eh diese Kurve zurück, ja? Was problematisch ist. Das heißt, die Quintessenz daraus aus der Grafik soll Ihnen sagen, es kann sein, und es gibt etliche Beispiele, dass wir keine Rohstoffverknappung an der Versorgungsseite haben, weil es genug Rohstoffe gibt, ja? Aber dass wir eine Rohstoffverknappung, wenn man so will, an der Entsorgungsseite haben. Ja? Weil was passiert, wenn wir fossile Energieträger nutzen, dann entsteht CO2, das CO2 reichert sich in der Atmosphäre an. Ja? Wenn wir es schaffen, das CO2 mehr oder weniger irgendwo, also Carbon Capture sagt man sicher etwas, rauszufiltern und irgendwo sicher abzulagern, dann spricht absolut nichts dagegen, weiter fossile Energieträger zu setzen. Ja? Weil versorgungsseitig haben wir genug davon, entsorgungsseitig haben wir allerdings nicht die Lösung aktuell. Ja? Also ich möchte jetzt kein Plädoyer für die fossilen Energieträger halten. Ich möchte nur zeigen, dass Ressourcenknappheit sowohl eine Versorgungs- als auch ein Entsorgungsproblem sein kann und dass wir sehr oft eigentlich eher ein Entsorgungsproblem haben als ein Versorgungsproblem. Ja? Gut, gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, dann gehe ich weiter. Ja, jetzt gehen wir zu einem Material, das eben nicht so wie fossiler Kohlenstoff umgewandelt wird, dann zu CO2, sondern zu einem Material, das eigentlich unendlich recycelbar ist, wenn man so will, zu Kupfer. Und was man hier sieht, ist der mittlere Kupfergehalt von Kupfererzen, die abgebaut wurden über die letzten 110 Jahre, von 1900 bis 2010. Was ich zu Beginn schon gesagt habe, ist, die Kupferkonzentration der Erze, die abgebaut wurde, hat im Laufe der Zeit deutlich abgenommen. Also vor 100 Jahren war man bei einer mittleren Kupferkonzentration von 4%. Das heißt, wenn Sie eine Tonne Kupfererz abgebaut haben, haben Sie 40 Kilogramm Kupfer gewonnen. Ja? Heute ist man im Bereich von etwa 1%. Das heißt, wenn Sie eine Tonne Kupfererz abbauen, gewinnen Sie 10 Kilogramm an Kupfer. Das ist der Aufwand. Sie müssen viermal so viel Material bewegen, um zur gleichen Menge an Kupfer zu kommen. Allerdings durch technologische Verbesserungen, Effizienzsteigerungen, ist der Preis von Kupfer eigentlich genauso hoch wie vor 100 Jahren. Gut. Kupfer in dem Sinn geht nicht so leicht verloren. Und das heißt, das gesamte Kupfer, das irgendwann mal abgebaut wurde, und das ist in dieser Grafik hier dargestellt mit dieser hellgrünen Fläche, das akkumuliert irgendwo. Ja? Das ist die Kupfermenge, die abgebaut wurde und die akkumuliert in unseren Gebäudebeständen, die akkumuliert in unseren Kabeln
Und wenn die zum Teil dann eben auf Deponien gelangen, akkumuliert das Material auf Deponien. Das heißt, das ist die Menge, die in der Vergangenheit abgebaut wurde, ja, die sogenannten anthropogenen Ressourcen, ob das jetzt in der Stadt ist oder schon in der Deponie ist. Und das, was noch sich befindet quasi in den Erzlagerstätten, ist diese grüne Kurve, eine dunkelgrüne Fläche. Und man sieht hier, diese dunkelgrüne Fläche sollte ja rein theoretisch immer abnehmen, weil ich entnehme ja immer etwas aus der Natur, aber dem ist nicht so der Fall. Teilweise nimmt die stark zu, dann nimmt sie wieder ab. Haben Sie eine Erklärung, wie das sein kann, dass diese vorhandene Erzmenge als Reserve bezeichnet, sich laufend verändert? Wenn man immer neue Ressourcen entdeckt? Oder richtig, halt, also richtig. Ja. Man entdeckt immer neue Ressourcen, dann steigt das sehr stark. Was aber dann auch passieren kann, ist, wenn der Rohstoffpreis sehr stark sinkt, also wenn der Kupferpreis sehr stark sinkt, ja, dann kann es sein, dass gewisse Lagerstätten dann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können oder nicht mehr wirtschaftlich sind. Und dann werden die aus dieser Reservenrechnung wieder rausgenommen. Das heißt, immer wenn es jetzt so starke Abnahmen gibt, wie hier zum Beispiel, dann war das zu einem Zeitpunkt, wo der Kupferpreis sehr stark abgenommen hat und gewisse Kupferlagerstätten dann eben wieder, wenn man so will, zugesperrt wurden. Also nicht Kupferlagerstätten zugesperrt, sondern der Kupferabbau an gewissen Lagerstätten wurde wieder zugesperrt. Gut, aber was zeigt uns das Bild? Ja, bitte. Ich hatte eine kurze Frage. Wie viele Münzen sind beim Kupfer da dabei? Ist das recht viel wahrscheinlich, oder? Also jetzt von dem gesamten Kupferlagerbestand, das da gibt, meinen Sie, oder? Ja. Oder wenn ich da jetzt in Summe gibt es quasi weltweit jetzt irgendwie 300 oder 350 Millionen Tonnen an sogenannten anthropogenen Kupfer, also quasi Kupfer, das wir schon in Verwendung haben. Und Sie wollen jetzt wissen, wie hoch ist der Münzenanteil an diesen 350 Millionen Tonnen, stimmt das? Ja, nicht in Tonnen, aber so ungefähr ist es prozentual. Ja, das ist prozentual, ist es nicht einmal im Prozentbereich, wahrscheinlich im Promillbereich oder so. Ja? Ah, okay. Ja, also gar nichts, macht nichts aus. Ja. Okay. Das sind andere Dinge wichtiger. Kommen wir zu den Rohstoffen in der Stadt. Ja? Und wir haben eine ähnliche Studie, ich habe die Zahlen da nicht reingenommen, eine ähnliche Studie für die Stadt Wien gemacht. Das sind Zahlen für die Schweiz, die mal 2007 erhoben wurde, wo man, ich weiß nicht, ob das Zürich war oder die Schweiz insgesamt, wo man versucht hat zu evaluieren, welche Mengen an Baurohstoffen befinden sich in der Stadt. Und für die Schweiz war das so, das sind jetzt Zahlen in Tonnen pro Einwohner. Etwa 370 Tonnen pro Einwohner ist die Menge an Sand und Kies, die verbaut ist. Das kann sein im Wohngebäude, das kann auch sein für die Straße, das kann sein für die U-Bahn, für eine Brücke. Dann etwa 20 Tonnen an Ziegel, 5 bis 10 Tonnen an Stahl, 5 Tonnen Holz, 1 Tonne Kunststoff, 500 Kilo Aluminium, 300 Kilo Kupfer, 300 Kilo Zink und eine geringe Menge an Cadmium. In Wien, wenn man sich das in Wien anschaut, sind die Gesamtzahlen pro Kopf in etwa ähnlich. Da kommt man in Summe auf etwa 300 Tonnen pro, also für Wien jetzt 300 Tonnen pro Einwohner, die Gesamtmenge, die verbaut ist. Wobei der Ziegelanteil in Wien deutlich höher ist. Also ich habe einfach einen viel älteren Bestand und dadurch habe ich auch viel mehr Ziegel im Bestand. Ja, das wären die Zahlen für Wien hier. Das sind aber nur Gebäude. Da ist der Tiefbau nicht dabei, also alles, was Straßenbau ist, Brückenbau und so weiter, ist nicht dabei. U-Bahnbau und so weiter. Wenn man sich nur den Gebäudebestand anschaut und das umrechnet auf Tonnen pro Einwohner, dann ist das, was jeder Wiener statistisch besitzt, etwa knapp 100 Tonnen an Ziegelmaterial, 85 Tonnen an Beton, 4 Tonnen an Holz und etwa 3,5 Tonnen an Stahl, die sich in Gebäuden befindet. Das Ganze ist hier auch mit der entsprechenden Dichte dargestellt und da im Vergleich dazu, wie groß das ist, eine Person mit etwa 1,80 groß.
Das heißt, die Aussage, die da jetzt rauskommen soll, ist einerseits, es gibt wirklich eine wirklich große Menge an Rohstoffen, die sich in den Städten befindet. Einfach weil wir so ein so großes Lager an Materialien, an Gebäuden, an Gütern aufgebaut haben und wir dadurch eine große Menge an Rohstoffen wirklich akkumuliert haben. Man hat einmal auf globaler Ebene mal versucht, zu vergleichen, welche Menge an Rohstoffen sind jetzt schon in den Städten oder in diesen urbanen Lagern im Vergleich zu denen, die in den Erzlagerstädten sich noch befinden. Und bei Kupfer ist es 300 Millionen Tonnen zu 580 Millionen Tonnen, wobei natürlich das immer wächst, weil jährlich was dazukommt. Bei Zink ist man in der gleichen Größenordnung, 200 Millionen Tonnen, die in den urbanen Lagern sind und etwa 200 Millionen Tonnen, wo man Zinklagerstätten kennt. Bei Eisen ist es so, dass es einen deutlichen Überhang noch gibt, gerade zu den Eisenlagerstätten. Aber generell zeigt sich aus diesem Vergleich, dass eben dieses anthropogene oder urbane Materiallager wirklich schon sehr relevant geworden ist und zum Teil eben wirklich fast gleichbedeutend geworden ist zu dem, was wir draußen in der Erdkruste noch haben. Und was eben wesentlich ist, diese roten Zahlen, das wächst jährlich, ja? Weil natürlich jährlich neuer Bestand dazukommt. Eine Frage, ist bei diesen roten Zahlen mit einberechnet, welches so der Anteil an Rohstoffen, die man nicht mehr wiederverwenden kann, weil sie zu kompliziert verbaut oder halt, weil es dann zu unwirtschaftlich wird, ja, die wieder rückzugewinnen? Perfekte Frage. Also das war genau irgendwie so dieser Ansatzpunkt. Ich habe zu Beginn gesagt, also ich durfte ein bisschen Doppellabor leiten, das ist ein Forschungszentrum auf Zeit. Und irgendwie war das genau die zentrale Frage, der wir nachgegangen sind, weil die grünen Zahlen oder die blau-grünen Zahlen hier, das sind ja die Mengen, die ich unter den derzeitigen Bedingungen ökonomisch gewinnen kann, weil ich Technologie habe und das ökonomisch gewinnbar ist. Ja. Während die roten Zahlen, das sind die Gesamtmengen, das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie viel wirklich gewinnbar ist, weil das jetzt vielleicht zu kompliziert verbaut ist, ich das nicht recyceln kann, dass ich das technisch nicht möglich ist oder ökonomisch nicht darstellbar ist. Und das war genau diese Fragestellung, die wir in diesem mehr oder weniger fast 10-jährigen Forschungsprojekt versucht haben zu beantworten, für einzelne Materialien, dem näher nachzugehen, wie viel davon ist eigentlich wirklich gewinnbar. Ja. Mhm. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich, wie schlecht das zum Teil aussehen kann. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir da nichts ändern können. Wenn man jetzt an die Rückgewinnung dieser Materialien denkt, dann gibt es unterschiedliche Dinge, die man berücksichtigen muss. Ja. Wenn man jetzt an Urban Mining denkt und Kreislaufwirtschaft. Und zwar das eine haben wir jetzt schon ganz zu Beginn besprochen. Vieles von diesen roten Zahlen oder von diesem urbanen Lager ist ja in Verwendung, befindet sich in Gebäuden, die in Verwendung sind. Ja. Ich kann ja zu den Rohstoffen nur dann, oder ich kann die Rohstoffe nur dann rückgewinnen, wenn das Gebäude oder das Auto oder welche immer Gebrauchsgegenstand es sich handelt, wenn das am Ende der Lebensdauer ist. Das heißt, ich muss mir anschauen, wie viel davon ist wirklich verfügbar, eben am Ende der Lebensdauer, weil die Gesamtzahl ist gut zu wissen, aber unmittelbar Eingriff habe ich nur auf das, was am Ende der Lebensdauer sich befindet. Ja? Und wenn man an Städten denkt, dann gibt es einen großen Bestand, den man unmittelbar sieht. Ja? Und dort kann man relativ einfach erkennen, ob jetzt ein Gebäude nicht mehr verwendet wird oder nicht. Ja? Aber, das ist der eine Punkt, aber in Städten gibt es auch sehr viel unter der Erde, das man einfach nicht sieht. Ja, das ist versucht mit dieser Grafik darzustellen, also sehr viele Leitungen, ob das jetzt die Wasserver- und Entsorgung ist, ob das Telekommunikationskabel sind, ob das Stromkabel sind, also sehr viel befindet sich unter der Erde. Und vor allem unter der Erde befindet sich auch sehr viel, das bereits nicht mehr in Verwendung ist. Und dazu haben sich Kollegen aus Schweden mal das detaillierter angesehen. Wir haben eine ähnliche Studie gemacht für drei Städte in Österreich, ich glaube für Tulln, Klagenfurt und noch eine weitere Stadt. Für Klagenfurt waren die Ergebnisse in etwa vergleichbar. Das ist eine Stadt in Nord- oder Mittelschweden mit knapp 100.000 Einwohnern. Und
Man hat dort begonnen zu recherchieren anhand von alten Unterlagen, welche Mengen an Kupfer im Untergrund dieser Stadt verlegt sind für die Stromversorgung. Ja? Und die Stromversorgung in dieser Stadt wurde irgendwann mal von Gleichstrom auf Wechselstrom umgestellt. Und wie diese Umstellung war, das war klarerweise schon vor 70, 80 Jahren, sind viele dieser Kupferkabel damals im Erdreich geblieben. Auch bei Erweiterungsmaßnahmen des Stromnetzes sind viele Kupferkabel nicht aus der Erde entnommen worden. Und man hat dann festgestellt, in Summe gibt es dort Kupfer im Untergrund in der Stadt Norrköping von etwa fast 3000 Tonnen, also 2600 Tonnen, wovon 20% in sogenannten Hypernation sind, also mehr oder weniger nicht mehr in Verwendung sind. Das heißt, ich könnte knapp 560 Tonnen Kupfer zurückgewinnen. Der Kupferpreis liegt irgendwo bei 10.000 Euro pro Tonne. Also ich kann mir dann ausrechnen, das sind für diese Stadt knapp 5 Millionen, 6 Millionen Euro, die an Kupfer im Untergrund lagern. Gut, das heißt, ich weiß, ich kann auch das sogar, das wurde sogar verortet, das heißt, ich kann auch sogar sagen, wo das sich befindet, klarerweise eher im Zentrum. Und man könnte jetzt sagen, okay, diese 5 Millionen Euro, die hole ich mir. Nur muss man sich anschauen, was sind die Kosten dafür. Ja? Zahlt sich das aus? Und zwar ist hier dargestellt die Kosten und die Erlöse pro Laufmeter an Kabel, das ich aus dem Untergrund raushole. Wenn ich dünne Kabel habe für 400 Volt, Erdkabel für 400 Volt, dann liegen die Erlöse, die ich erzielen kann pro Laufmeter aufgrund des Kupferpreises bei etwa, was ist das, glaube ich, 6 Euro pro Laufmeter. Ja? Die Kostenerlöse sind in Euro. Ja? Wenn ich dickere Erdkabel habe, die eben für größere Leitungen verwendet werden, die 6.000 bis 25.000 Volt Leitungen also, verwenden, dann ist der Erlös schon fast 20 Euro pro Laufmeter. Da kann ich schon mehr lukrieren. Wenn ich das jetzt allerdings vergleiche, was sind die Kosten, um die Straße zu öffnen, das Kabel rauszuholen und die Straße wieder herzustellen, ja, dann kommt man drauf, die Kosten pro Laufmeter sind 110 Euro. Ja. Das heißt, niemand von der Stadtverwaltung wird sich an so ein Projekt wagen, die Erdkabel rauszuholen, weil einfach die Kosten, die Erlöse deutlich übersteigen. Was aber wesentlich ist, diese Kosten übersteigen die Erlöse dann, wenn ich das wirklich nur für die Rückgewinnung dieser Kabel mache. Ja? Wenn ich allerdings, und es gibt ja genug Arbeiten, die eigentlich irgendwie durchgeführt werden in der Straße, und das kennen Sie, dass ich weiß nicht, die Straße, wo Sie wohnen, wahrscheinlich alle 2 Jahre aufgebrochen wird. Ja? Das heißt, es gibt Maßnahmen, wo neue Leitungen verlegt werden. Wenn ich Maßnahmen zur Rückgewinnung der Kabel kombiniere mit Maßnahmen, die ohnehin notwendig sind, ja, dann kann ich das als Reinerlös verbuchen, ja, weil ich die Straße ohnehin öffnen muss und wieder herstellen muss. Ja. Das heißt, hier ist ganz klar die Empfehlung an die Stadtverwaltung, eine bessere Koordination der Arbeiten, die notwendig sind, um Einbauten in der Straße entsprechend zu erneuern oder zu adaptieren oder zu erweitern, zu kombinieren mit Informationen darüber, welche Ressourcen können da in der Straße rückgewonnen werden. Ja. Das heißt, wird das jetzt gerade gar nicht praktiziert, oder? Naja, es wird im Moment ist es einfach so, dass wenn man sich das jetzt konkret anschaut, ist es ja so, dass teilweise, ich weiß nicht, im Jahr 2005 wird die Straße aufgebrochen, dann wird was in den Telekommunikationskabel verlegt, ja, und 2 Jahre später wird es wieder aufgebrochen, weil, ich weiß nicht, irgendwas im Kanal erneuert wird. Ja. Das heißt, es werden ja jetzt schon, wenn man so will, Sanierungsmaßnahmen oder Adaptierungsmaßnahmen schwer abgestimmt mit den unterschiedlichen Leitungsinhabern, weil das einfach unterschiedliche Organisationen sind. Ja. Also das wäre schon mal ein Vorteil, das besser abzustimmen. Und ich glaube, man geht den Weg langsam in diese Richtung. Ja. Wenn man diesen Weg auch noch kombinieren würde mit Informationen darüber, was befindet sich in der Straße und was könnte ich bei diesen Maßnahmen allenfalls rückgewinnen, dann kann ich eben solche Dinge auch noch lukrieren. Ja. Aber da steckt man eher den Kinderschuhen noch. Ja. Ähm,
Anderes Beispiel ist Blei, auch eine Studie aus Schweden, wo man versucht hat zu evaluieren, was sind die Mengen an Blei, die in der Stadt Stockholm verbaut sind. Und da ist man auf eine Gesamtmenge oder verwendet werden auf eine Gesamtmenge von etwa 30.000 Tonnen gekommen. Das ist auf der X-Achse aufgetragen. Und auf der Y-Achse sind die Rückgewinnungskosten. Also was muss ich an Geld investieren, um eine Tonne Blei aus Autobatterien zurückzugewinnen? Das wären knapp $200 damals gewesen. Aus Wasserleitungen wären $600. Stromkabel knapp 1.000, Abwasserleitungen ebenfalls und Telekommunikationskabel knapp $2.000. Die Studie ist aus dem Jahr 97. Da war der Bleipreis bei etwas weniger als $400. Das heißt, damals haben sich eigentlich nur Autobatterien ausgezahlt, ökonomisch gesehen jetzt. Ja. Mittlerweile ist der Bleipreis irgendwo bei $1.000. Das heißt, es würden auch jetzt Wasserleitungen und allenfalls Stromkabel und Abwasserleitungen sich eignen, um die dann am Ende der Lebensdauer zurückzugewinnen. Das heißt, was ökonomisch machbar ist, hängt, also oder was wirklich bei Urban Mining durchführbar ist, hängt von der Technologie ab und hängt immer vom Rohstoffpreis ab. Ne? So, ein Problem, das wir generell haben, egal ob es jetzt Gebäude sind oder Elektronikprodukte, Autos oder was auch immer, wir haben beim Recycling oder beim Urban Mining einfach mit einer zunehmenden Komplexität zu tun. Ja. Und was man hier sieht, exemplarisch dargestellt, ist die Anzahl der chemischen Elemente, die sich in Leiterplatten für PCs befinden. Ja. In den 80er Jahren wurden 11 Elemente in diesen Leiterplatten verbaut für PCs. In den 90er Jahren sind 4 weitere Elemente dazugekommen, das waren es 15 Elemente. Und in den 2000ern, ich habe jetzt 2010, habe ich keine Zahlen, in den 2000ern waren es dann plus 45 Elemente, also in Summe knapp 60 Elemente, die sich in diesen Leiterplatten befinden. Ja. Sie können sich ganz einfach vorstellen, dass es natürlich weitaus schwieriger ist, 60 unterschiedliche Elemente zurückzugewinnen, als vielleicht 15 unterschiedliche Elemente. Und im Endeffekt ist es so, dass man sich auf ein paar wertvolle Elemente konzentriert und den Rest dann einfach bleiben lässt. Ja. Weil es A, technisch gar nicht möglich ist oder B, einfach zu aufwendig ist, diese Substanzen, die in sehr geringen Konzentrationen vorkommen, zurückzugewinnen. Üblicherweise kommt dann der Einwand, naja, warum werden jetzt PCs, Leiterplatten für PCs, nicht einfacher gebaut, nicht mehr mit 11 Elementen? Ja? Das ist dann immer so eine Milchmädchenfrage, sage ich dazu. Es hat sich niemand gestellt heute, deswegen darf ich das auch sagen, Milchmädchenfrage. Weil warum man jetzt 45 Elemente dazugenommen hat, war nicht das Jux und Tollerei, sondern es hat einfach die Performance, die Usability von diesen Dingen erhöht. Ja. Und ich glaube, wir wären alle nicht sehr happy darüber, wenn wir die Usability von den 80er Jahren hätten, wenn es um PCs geht. Ja. Deswegen ist das immer schwierig, einfach zu sagen, na gut, dann macht man es halt einfacher. Aber das hat ja auch einen Grund, warum das so komplex geworden ist. Und ein ähnliches Phänomen können wir, und da sind natürlich Architekten mitverantwortlich, können wir bei Gebäuden beobachten. Ja, ich habe jetzt vielleicht das falsche Gebäude daraus gesucht, weil das neue Gebäude ist mehr oder weniger ein Glasgebäude mit Stahlgerüst. Aber was wir typischerweise erkennen, und wir haben in Wien sehr viele Abbrüche, Gebäudeabbrüche begleitet, dass eben in der Vergangenheit vor 100 Jahren mit sehr wenigen Materialien gebaut wurde. Das war Ziegel, Mörtel, Putz, Holz und vielleicht Stahl. Ja? Und die sich sehr gut voneinander trennen lassen, während man heute eine große Fülle an unterschiedlichen Materialien hat, ob das Dämmmaterialien sind. Also ich habe eine Fülle von Materialien, die miteinander verklebt sind, die schwer voneinander trennbar sind. Die werden aber auch nicht aus Jux und Tollerei verwendet, sondern die haben ja auch eine Funktion, warum ich jetzt Dämmmaterialien einsetze. Und das macht natürlich das Recycling oder den Gebäudeabbruch deutlich schwieriger. Und dazu zwei Bilder. Auf dem linken Bild sehen Sie ein Gebäude, ich glaube, irgendwann 1910 errichtet, in Wien, das abgebrochen wurde. Ein Ziegelgebäude mit Holzträgern.
Das ist relativ einfach zu zerlegen. Das kann auch relativ einfach getrennt werden. Man sieht, das Holz liegt auf einem Haufen, beziehungsweise hier gibt es einen Container, wo das Holz dann separat getrennt ist. Auch der Ziegel kann zum Teil relativ gut vom Mörtel getrennt werden. Es ist wirklich sehr einfach, das Ganze abzubrechen. Ja? Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ein Gebäude, das 2003 errichtet wurde und 2013 wieder abgebrochen wurde. Da kann man sich auch die Sinnhaftigkeit stellen, die Frage der Sinnhaftigkeit stellen. Ein Gebäude, das sehr viele Rohstoffe beinhaltet und verklebt und ja, Isolierungen und so weiter beinhaltet. Und Sie sehen nur allein vom Bild hier, welche Katastrophe es für das Abbruchunternehmen war, dieses Gebäude zu zerlegen. Und es konnten eigentlich nur wenige Materialien dann tatsächlich recycelt werden, obwohl sehr viele wertvolle Rohstoffe drinnen waren. Aber der Aufwand war einfach zu groß, das zu tun. Ja. Und im Endeffekt, das ist das, was uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten wird, wenn es um Gebäudeabbrüche geht. Ja. Weil eben ältere Gebäude klarerweise eher abgebrochen werden. Das ist dann etwas, was zukünftig verstärkt kommen wird. Wo dann Gebäude abgebrochen werden, die eine größere Materialvielfalt haben, wo Gebäudeteile geklebt sind, sehr eng miteinander verbunden sind, die schwierig zu trennen sind. Und da wäre es notwendig, anzusetzen und zu sagen, okay, ich überlege mir bereits bei der Planung des Gebäudes, bei der Konzeptionierung, den Abbruch des Gebäudes mit. Weil irgendwann, früher oder später, nach 50 Jahren, 80 Jahren, 100 Jahren, wird auch das neue Gebäude und es ist auch oft schwierig zu verstehen, wenn man, sage ich auch was, was jetzt vielleicht ja, nicht Architektenbashing ist, aber mehr oder weniger, ich plane etwas Tolles und gehe davon aus, dass es eigentlich für immer hält. Ja. Aber eigentlich sollte ich schon bei der Planung mitbedenken, dass dieses Gebäude am Ende der Lebensdauer dann schlussendlich auch mal zerlegt werden muss und recycelt werden muss. Ja, kurze Frage. Ja. Ja, ich wollte nur kurz fragen, wäre da vielleicht der Modulbau eine bessere Möglichkeit, quasi ein vernünftiger Umgang und gesunder Umgang mit den Materialien, weil man dann beim Modulbau, also hinsichtlich jetzt verglichen mit dem konventionellen Bau, ja. Hat man da einen sehr hohen Grad an Vorfertigung, das dann quasi nicht auf der Baustelle passiert und wo man quasi die Teile eventuell wieder rausnehmen könnte und dann wieder in den einzelnen Teilen auseinandernehmen kann. Bin ich sehr d'accord. Also würde ich auch so sehen, dass das sicherlich Vorteile hat, weil ich dann Dinge einfacher zerlegen kann, wie wenn ich sie mehr oder weniger an der Baustelle zusammen baue. Gebe ich vollkommen recht. Was ich als ganz wesentlichen Baustein sehen würde, ist, und da gibt es ja auch Projekte, dass man Gebäude und vor allem die Tragstruktur so errichtet, dass sie unterschiedlichen Nutzungen zugeführt werden kann. Also wenn die Tragstruktur gut ausgeführt ist, dann ist das etwas, was sehr lange hält. Ja. Warum jetzt zum Beispiel dieses Gebäude abgebrochen wurde, war ja nicht, weil es irgendwie, ich weiß nicht, baufällig war oder sonst irgendwas, sondern weil es einfach keine andere Nutzung zugeführt werden konnte. Und wenn bei Planungen das mitbedacht wird, dass ich jetzt nicht nur eine Nutzung im Fokus habe, beziehungsweise eine Nutzung, dass die Tragstruktur so errichtet ist, dass ich relativ einfach andere Nutzungen dann anstreben kann, dann kann ich einen sehr großen Anteil an Bauabfällen oder Baurestmassen vermeiden, weil die Tragstruktur natürlich massenmäßig das Allerwichtigste ist. Ja. Da waren andere Fragen noch? Ich hätte noch eine Frage bei dem zweiten Bild. Jetzt einfach, hat man sich da extra keine Mühe gegeben? Weil, also nimmt man nicht einfach vielleicht mal das Glas vorher raus? Oder wieso wird das so... Der hintere Teil ist noch gar nicht angegriffen worden. Nein, aber man hat sich da schon Mühe gegeben. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, jetzt zur Verteidigung der Firma, die den Abbruch gemacht hat, ist, die Firmen heutzutage sind einfach vertraut auch mit einem Gebäudetyp, der so aussieht. Ja? Und die haben Equipment an der Baustelle oder mehr oder weniger der gesamte Ablauf ist irgendwie so getrimmt, dass ich mit solchen Gebäuden gut umgehen kann. Für solche Gebäude gibt es einfach kaum
wie soll ich sagen, Fallbeispiele, wo die eigentlich schon gelernt hätten daraus. Ja? Also das hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass es jetzt irgendwie was komplett Neues war, aber einfach die Materialvielfalt, und wir haben die Baustelle zum Teil begleitet, die war schon horrend und eigentlich unmöglich, das maschinell oder wie auch immer voneinander zu trennen. Ja. Mhm. Ja. Ich habe da noch eine Ergänzung. Und ja, zwar gerne. Ein Amtsblatt von der Europäischen Union zum Thema nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. Und da steht explizit, dass ein Bauwerk so entworfen, errichtet und abgerissen werden soll, dass das Bauwerk seine Baustoffe und Teile nach dem Abriss wiederverwendet oder recycelt werden können. Mhm. Ja. Also ja. Das ist ein Riesenthema für die Architektur. Richtig, ja. Genau. Für zukünftige Gebäude. Das, ja. Ganz, ich weiß, dass einige Abteilungen oder Institute, Forschungsbereiche an der TU sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, und es gibt auch einige Entwurfsprojekte. Habt ihr da schon mal in die Richtung was entworfen an der TU? Würde mich interessieren. Wie ist das Thema Materialtrennung, Zerlegbarkeit, Lifecycle eingebettet im Moment? Ich habe mal monolithisch bauen gemacht, einen Entwurf, der ja eigentlich in die Richtung geht. Aber ich würde auch sagen, selbst beim monolithisch Bauen mit Dämmbeton ist ja auch die Frage, wie weit man den wieder recyceln kann. Also ich glaube, die Schweiz benutzt ja schon recycelten Beton mittlerweile. Richtig, aber ich glaube, in Deutschland ist es ja zum Beispiel, Österreich weiß ich jetzt gar nicht, aber in Deutschland ist es ja noch Tatsache verboten, recycelten Beton vor allem für die Statik wieder zu benutzen. Also ich weiß nicht, für die Fassadengestaltung vielleicht. Ich finde, das ist ja bei Dämmbeton eigentlich auch eine wichtige Rolle, ob man den dann überhaupt wieder weiter benutzen kann. Im Kanton Zürich, weiß ich, ist es vorgeschrieben, dass zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen wird ein gewisser Recyclingbetonanteil vorgeschrieben, also muss vorgeschrieben werden. Das war ein Commitment des Kantons Zürich. Ja. Also das ist eigentlich gang und gäbe. Zu recycelt Beton, ich glaube, in Deutschland ist das auch dann mal mit den DIN vorgeschrieben, wie weiter recycelt werden darf. Und das ist sehr wenig momentan. Also ich glaube, da steckt auch viel Lobbyarbeit von der Zementindustrie hinter. Aber es ist auch immer dieses Thema mit den statischen Elementen, also auch nicht nur bei Beton, sondern auch bei Holz, was man dann wieder meint, dass man die eigentlich gar nicht mit den Vorschriften, die man hat, als Planer wiederverwenden darf, bei denen immer Sollbruchstellen und so haben können. Kann ich zu dem Altbau was fragen? Da sind jetzt immer die Holzelemente separat in einem Container. Heißt es, dass das damals dann auch recycelt wurde? Also wurde dieses Holz wiederverwendet in einem Gebäude oder wurde es? Nein, Wiederverwendung ist etwas, was im Bauwesen auch sehr stark diskutiert wird, aber da muss man irgendwie am Boden bleiben. Also Wiederverwendung heißt einfach, dass ich das Bauteil nehme und dann mehr oder weniger woanders direkt einbauen kann. Das passiert massenmäßig wahrscheinlich kleiner wie 0,5%. Ja? Also da geht es wirklich um ganz spezielle Dinge, wie zum Beispiel gewisse Holzböden, die dann wiederverwendet werden können. Bei diesen Holzträgern, das wird dann eigentlich zu Spanplatten verarbeitet. Ja. Okay. Aber immerhin also. Ja, doch. Weil ich kenne es ganz oft so, dass einfach alles in die Container kommt. Und dann landet es wahrscheinlich, wenn jetzt so alles gemischt, dann wird es dann landet es auf den Deponien, oder? Wenn es jetzt gemischt. Ja, also Holz darf eigentlich nicht mehr auf Deponien landen. Da gibt es Vorschriften, dass das eigentlich nicht auf Deponien landen darf. Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Sanierungen, also quasi jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwie, das sehe ich ja oft, wenn in der Stadt Wien irgendwo etwas saniert wird und da steht irgendwie so ein Bauschuttcontainer und da landet dann die zerbrochene Toilette gemeinsam mit den Fliesen und irgendwelchen Holzböden dann da in diesem Container. Das wird dann danach noch sortiert, also das gelangt nicht so auf die Deponie. Also da werden schon Teile, die verwertet werden können, sowohl als Brennstoff als auch für andere Dinge, das muss irgendwie aussortiert werden. Das ist das eine Thema, aber jetzt bei so Abbrüchen, bei größeren Abbrüchen, wo wirklich größere Massen entstehen, ja, ist das eigentlich nicht der Fall, oder darf das eigentlich gar nicht der Fall sein, dass das in gemischten Containern kommt. Ja.
Da muss man unterscheiden zwischen kleinen Sanierungen mit geringen Mengen, die anfallen, und größeren Mengen. Bei größeren Mengen gibt es eine ganz klare Trennpflicht, ja, auf der Baustelle schon. Gut, ich gehe jetzt noch weiter, weil sonst kommen wir nicht mehr durch. Also hoppla. Entschuldigung? Ja, Frage noch? Mir ist nur dazu eingefallen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der Wohnfonds Wien hat gerade einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo es darum geht, ein Holzbausystem zu entwickeln, mit dem dann auch 1000 Wohnungen, glaube ich, gebaut werden sollen. Okay. Und da geht es auch darum, dass man dabei mit BIM-Software quasi das auch irgendwie macht, dass die einzelnen Teile identifiziert werden können, mit den Eigenschaften auch dazu, damit man das eben dann später wieder verwenden kann. Also nicht ich, aber ein Kollege von mir ist da sehr intensiv in Forschungsprojekten involviert, wo es darum geht, BIM zu verwenden, um so eine Art materiellen Gebäudepass zu erstellen, dass ich eben dann weiß, okay, anhand dieses BIM-Modells kann ich dann auf Knopfdruck bestimmen, wie ist die Gebäudezusammensetzung, und kann dann auch identifizieren, welche Dinge dann schlussendlich recycelbar sind oder nicht. Ja. Also da gibt es sehr viele Aktivitäten dazu, und das Thema ist halt sehr heiß, auch eben schon erwähnt worden. Wir haben, nochmal zurückzukommen, zunehmende Komplexität. Das zeigt sich auch bei diesem ganz einfachen Bild. Ich habe da irgendwie einen alten Ziegel mit diesem Doppeladler in der Prägung und einen Dämmziegel der Firma Wienerberger, wo die Hohlräume dann mit Mineralwolle gefüllt sind. Ganz klar ist, ja, welches Material einfacher dann schlussendlich am Ende des Tages zu recyceln oder irgendwie wieder zu verwenden, also nicht wieder zu verwenden ist, aber zu recyceln ist. Ja. Dort brauche ich noch eine aufwendige Trennung, um dann schlussendlich das Ziegelmaterial vom Dämmmaterial zu trennen. Das vielleicht noch zur Information. Ziegelmaterial, also Ziegel, ich kann ja Ziegelmaterial nicht zu neuem Ziegel verarbeiten, also das kann ich einfach nicht. Was mit dem Ziegelmaterial in Wien oder jetzt großteils passiert, das Material wird gebrochen. In geringen Mengen kann das als Tennissand verwendet werden, ja, oder zur Dachbegrünung als Substrat kann gebrochenes Ziegelmaterial verwendet werden. Wo es aber hauptsächlich verwendet wird, ist, große Mengen gehen in die Zementindustrie und ersetzen dort gewisse Rohstoffe bei der Zementerzeugung. Gut, Komplexität, das nächste ist, was wird gebraucht, also oder was ist der Verbrauch an Materialien und was ist Verbrauch, fallen mir die deutschen Worte nicht ein, dann bleibe ich bei Englisch, Supply and Demand, was wird benötigt und welches Dargebot habe ich an Materialien, und nur um eine Größenordnung zu haben. In Österreich fallen aktuell zwischen 8 und 10 Millionen Tonnen an Baurestmassen an. Also das ist die Menge, die aus Gebäudeabbrüchen oder Straßenaufbruch und so weiter anfällt. 8 bis 10 Millionen Tonnen, das ist das, was aktuell anfällt. Und der Bedarf an Baurohstoffen ist aber Faktor 10 höher. Das heißt, selbst bei 100%igem Recycling, und in Österreich liegt man bei etwa 80% Recycling von diesen Baurestmassen, kann ich weniger als 10% des Bedarfs decken. Das heißt einfach, unsere Städte wachsen weiter, unser Siedlungsraum wird weiter zugebaut, weil wir einfach einen viel größeren Baurohstoffbedarf haben, als was wir an Abbruchmaterialien haben. Das heißt, wir ersetzen nicht alte Gebäude, sondern wir bauen sehr viele neue Gebäude oder sehr viele neue Autobahnen. Das heißt, wenn man wieder an Kreislaufwirtschaft denkt, ich kann dann nur einen gewissen Anteil eben substituieren. Ja. Dieses Bild überspringe ich jetzt einfach. Das ist das eine von der quantitativen Seite, aber auch von der qualitativen Seite gibt es Probleme oder gibt es Unterschiede. Und das ist auch etwas, was ich bei diesem Symposium versucht habe anzusprechen, ist, wir
benutzen einfach andere Baumaterialien im Laufe der Zeit. Ja. Und ich habe jetzt versucht, plakativ gegenüberzustellen, ein Gründerzeitgebäude mit einem Gebäude, das 1970 errichtet wurde. Ja. Ein Gründerzeitgebäude hauptsächlich aus Ziegel, dann habe ich irgendwie noch geringe Mengen an Beton, Holz, Eisen. Und wenn ich das vergleiche mit einem Gebäude in den 70er Jahren, dann habe ich dort natürlich einen weitaus höheren Betonanteil. Ich habe weitaus weniger Ziegel. Ich habe heutzutage weitaus mehr Kunststoffe. Das heißt, unsere Art, Gebäude zu bauen, hat sich verändert oder verändert sich laufend. Das heißt auch, unsere Baumaterialien verändern sich laufend. Im Endeffekt bedeutet das, wenn wir rein theoretisch 100% recyceln könnten, das heißt mehr oder weniger wirklich alles recyceln und den gleichen Bedarf hätten, mengenmäßig, als was Dargebot ist an Baurestmassen, dann würde ein 100%iges Recycling immer bedeuten, dass wir nur die gleichen Baumaterialien verwenden dürfen. Das heißt, wir sind dann relativ eingeschränkt in unserer zeitlichen Entwicklung, was irgendwie neue architektonische Lösungen betrifft, weil wir ja, ich weiß nicht, immer nur mit Ziegel bauen. Ja? Also wenn wir jetzt den Standard von 1900 einzementiert hätten und gesagt hätten, okay, wir wollen das mehr oder weniger keine neuen Baumaterialien verwenden, sondern alles im Kreis führen, dann würden wir heutzutage noch immer genauso bauen wie zu Gründerzeiten. Ja? Und das ist auch eine Frage, die man sich stellen, der man sich stellen muss, wollen wir das? Ja? Wollen wir so eingeschränkt sein in unserer Planung, in unseren architektonischen Lösungen, dass wir eigentlich mit einem gewissen Set an Materialien auskommen, weil wir der Meinung sind, wir sollen alles recyceln und wir müssen alles im Kreis führen. Das ist jetzt eine sehr ketzerische Frage. Ja, bitte. Aber wenn man den Kreis halt, also das muss ja nicht bedeuten, dass man es dann im Gebäude wiederverwendet. Wenn man 100% recycelt, kann man es ja irgendwo anders verwenden, wo man es vielleicht braucht. Also ja, es muss ja nicht alles wieder im Bau fließen, oder? Da gebe ich Ihnen schon recht, aber im Endeffekt, wenn ich daran denke, wo soll ich den Beton unterbringen? Also da gibt es halt nicht so, also ich kann jetzt keine Betonautos bauen, ja, ich kann vielleicht dann das quasi im Tiefbau verwenden, ja. Aber dann habe ich natürlich im Tiefbau, ich verschiebe das Problem dann. Da habe ich ja im Tiefbau Material, das dann quasi woanders hingehen muss. Ja. Also man kann das irgendwie nicht immer isoliert betrachten, zu sagen, okay, na gut, dann aus den Gebäuden, das passiert eh, also da gebe ich Ihnen recht. Also aktuell ist es ja so, dass Materialien weniger im Gebäudesektor wieder recycelt werden, sondern in anderen Sektoren, im Straßenbau oder wo auch immer. Aber wenn man jetzt an die hehre Idee der Kreislaufwirtschaft denkt, dann muss man irgendwie aufpassen, dass das eben auch sehr viele Einschränkungen haben kann. Ja. Hm. Ja. Also das möchte ich damit aufzeigen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es per se schlecht ist, aber das sind einfach Dinge, die niemand so wirklich mitdenkt. Ja. Gut, haben wir noch ein paar 10 Minuten oder so? Dann würde ich noch kurz, oder ist ja, gern. Okay, passt. Okay, wenn die Luft schon draußen ist, dann bitte einfach mitteilen. Ne? Das sind Zahlen, also wir haben uns sehr intensiv beschäftigt mit dem Baurestmassen, mit dem Recycling in der Stadt Wien. Das sind Zahlen über die Baurestmassen, die anfallen aus Gebäuden von 1990 bis 2015, aus Gebäudebereich, das sind die blauen Balken, und aus dem Infrastrukturbereich, das sind die orangen Balken. Ja. Und man sieht, der Gebäudebereich ist deutlich dominant. Und das hat im letzten Jahrzehnt, wenn man so will, deutlich zugenommen wieder. Man liegt irgendwo bei 1,4 Millionen Tonnen an Baurestmassen, die aus dem Gebäudebereich kommen. Im Vergleich dazu liegt der Tiefbausektor oder der Infrastrukturbereich bei etwa 400.000 Tonnen. In Summe liegt man bei etwa 1,8 Millionen Tonnen an Baurestmassen. Das sind etwa 1000 Kilogramm pro Person und Jahr. Und der Rohstoffbedarf für neue Gebäude, für neue Straßen, für den U-Bahn-Bau liegt im Schnitt bei etwa 4 Millionen Tonnen pro Jahr. Oder war in den letzten Jahren bei knapp 3,9 Millionen Tonnen.
Das heißt, in Wien ist dieser Gap, ist diese Schere zwischen dem Bedarf an Baurohstoffen und der, wie soll ich sagen, und der Genese an der Produktion an Baurestmassen etwa Faktor 2. Also rein theoretisch könnte man 50% knapp decken des Bedarfs durch die vorhandenen Baurestmassen. Wie schaut die Zusammensetzung von Baurestmassen von Gebäuden aus? Das sind Zahlen, die wir auch erhoben haben. Der Großteil, also 500.000 Tonnen waren Betonabbruch, 300.000 Tonnen Ziegel, dann etwa 130.000 Tonnen an Mörtel, 40.000 Tonnen an Schüttmaterial und dann unterschiedliche kleinere Mengen wie 1.500 Tonnen an Fliesen, 700 Tonnen an Mineralwolle, 5.000 Tonnen an Gips. Diese Mengen Gips zum Beispiel wird zukünftig deutlich zunehmen. Dann auch noch unterschiedliche, wie viel Tonnen an Holz, Asphalt, unterschiedlichen Kunststoffen, Stahl, 22.000 Tonnen an Stahl, die da jährlich anfallen. Und wir haben dann, und das ist dann wirklich schon bald am Ende, wir haben dann versucht mal darzulegen, was passiert mit diesen Baumaterialien. Also das ist in dieser Nomenklatur, wir nennen das Materialflussanalyse, wo man anhand dieser Pfeile erkennen kann, einerseits, welche Materialien werden benötigt und in welchen Mengen werden sie benötigt. Und das war jetzt das Jahr 2014. Da war der Verbrauch an Baumaterialien knapp 4 Millionen Tonnen. Und diese 4 Millionen Tonnen teilen sich auf in einen Großteil an Beton, 300.000 Tonnen an Ziegel, 200.000 Tonnen an Asphalt und etwa 700.000 Tonnen an Schüttmaterial, an Sand und Kies. Das ist das, was jährlich verbaut wird. Ja. Und was in Gebäude und Infrastruktur reingeht, aber gleichzeitig kommen pro Jahr diese Mengen an Abfällen raus. Ja. Und das ist etwa 1,8, 1,9 Millionen Tonnen, etwa 560.000 Tonnen an Betonabbruch, 800.000 Tonnen an Ziegel und Mörtel. Also es gehen weitaus mehr Ziegel und Mörtel raus, als quasi vorne reingeht. Ja. Weil einfach ältere Gebäude abgebrochen werden. Und dann Asphaltmenge ist eben die gleiche Menge, die mehr oder weniger verbraucht wird. Es werden kaum neue Straßen in Wien gebaut. Ja. Das hält sich die Waage. Und bei Sand und Kies ist es etwa 260.000 Tonnen. Und diese Menge gelangt dann, wenn man so will, wird gesammelt und wird dann verarbeitet. Und ein Großteil davon, das sieht man bei diesen Zahlen, ein Großteil davon geht auch wirklich ins Recycling. Also 520.000 Tonnen wird an Betonabbruch recycelt, 450.000 Tonnen an Ziegelabbruch wird recycelt, der Asphalt wird recycelt und auch Sand und Kies wird zum Großteil recycelt. Geringere Mengen gehen dann schlussendlich wirklich auf die Deponie. Und der Großteil, der auf die Deponie geht, kommt vom Ziegelabbruch. 130.000 Tonnen Ziegelabbruch geht auf die Deponie. Von dem, was am Beton abgebrochen wird, ja, von den 560.000 Tonnen, geht nur eine ganz kleine Menge auf Deponie. Ja. Was aber wesentlich ist, ganz wenig von dem, was da recycelt wird, wird wirklich im Kreis geführt, sondern geht dann eben, ja, wenn man so will, in andere Anwendungen, geht irgendwo nach Niederösterreich, Burgenland oder so. Aber die Kreislaufschließung ist relativ limitiert, mit Ausnahme vielleicht von Asphalt. Bei diesen Dingen handelt es sich wirklich um hauptsächlich Primärmaterial und bei den anderen beiden Rohmaterialien, die benötigt werden, dort gibt es einen erheblichen Anteil an Sekundärmaterial, an Recyclingmaterial drinnen. Man geht davon aus, dass diese Kreislaufrate etwa 10-15% in Wien ist für den Bausektor. Das heißt, 10-15% der gesamten Baurohstoffe kommen aus recyceltem Material. Der Großteil davon ist aber Primärmaterial. Das heißt, jährlich werden etwa 3-3,6 Millionen Tonnen an primären Rohstoffen, Baurohstoffen benötigt für Wien.
Und wir haben uns dann ein Szenario überlegt, wie das aussehen könnte, wenn ich eine höhere Kreislaufwirtschaft schaffe, was wirklich zurückgeführt werden könnte. Und ich möchte jetzt nicht so sehr im Detail eingehen, aber man hat sich wirklich Anwendungen angeschaut, was kann sein, wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich Recyclingbeton einsetze für den Hochbau, dann könnte ich 540.000 Tonnen wirklich zurückführen und wirklich den Kreis schließen. Ich könnte auch zum Teil Ziegelsplit für Recyclingbetonherstellung verwenden, das wären dann noch einmal 170.000 Tonnen. Ich könnte zum Teil Ziegel wiederverwenden, das ist eine kleinere Menge, 17.000 Tonnen. Und wenn ich dieses Szenario ansetze, dann komme ich zu einer Kreislaufrate von bis zu knapp 50%. Das heißt, ich könnte wirklich fast nahezu 45% haben wir ausgerechnet, könnte ich eine Kreislaufrate erreichen und ich könnte den primären Rohstoffbedarf von davor 3,5 Millionen Tonnen drücken auf 2,5 Millionen Tonnen. Gut. Ja, was sind andere Maßnahmen, die mehr oder weniger auch in dem Szenario gearbeitet wurden? Also man könnte eben vor allem die alten Ziegelgebäude, die relativ schlecht recycelbar sind, wenn es möglich ist, eher renovieren als abbrechen. Man könnte, so wie im Kanton Zürich, einen gewissen Anteil an Recyclingmaterial in neuen Gebäuden irgendwie vorschreiben, dass ich sage, okay, es braucht einen gewissen Recyclingbetonanteil da drinnen. Ja, das wird ohnehin schon gemacht. Man könnte den Ziegelabbruch in der Zementindustrie verwerten und Asphaltrecycling ja, wird auch schon eigentlich gemacht. Ja. Das Wiederverwenden von Bauteilen, ob es jetzt Ziegel sind oder andere Dinge, spielt eine wirklich untergeordnete Rolle, wenn man die Gesamtmassen sich verdeutlicht. Okay, ich bin damit am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, so viele sind nicht eingeschlafen. Kurz vor der Mittagspause ist es auch schwierig. Man wird hungrig. Es hat mich gefreut, obwohl es jetzt online war. Mich würde mehr freuen, wenn wir uns im Hörsaal begegnen könnten, weil es dann doch interaktiver sein kann. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für Sie. Und freue mich, wenn es zumindest zu gewissen Denkanstößen führt für Ihr weiteres berufliches Leben. Danke vielmals. War ein ganz toller, interessanter Vortrag wieder. Gibt es vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir das Meeting beenden? Ich hätte noch eine Frage. Ich habe jetzt nur die Reuse of Kupfer sozusagen gesehen, aber zum Beispiel Recyclingbeton versus Neubeton. Gibt es da auch schon eine Aufstellung, was zum Beispiel da auch kostenintensiver ist? Also wenn ich jetzt wirklich Recyclingbeton abbreche, neu verarbeite und den benutze, versus sozusagen einfach neuen Beton oder Stahl etc. Ja, also im Endeffekt ist es so, also wenn ich jetzt bei Stahl ist es auf alle Fälle billiger, wenn ich quasi das recycle, ja, weil ich einfach weniger Energie brauche, um den Stahl zu erzeugen. Ja. Beim Recyclingbeton würde ich sagen, das ist wahrscheinlich der Recyclingbeton leicht teurer wie der Virgin, wie der primäre Beton. Wobei das von sehr vielen, also von mehreren Faktoren abhängt, weil je nachdem, wie teuer der Kies ist, ob der Kies stark besteuert ist, ob ich dann über weite Transportdistanzen führen muss, ja, das führt alles irgendwie zu einem höheren Betonpreis von primärem Beton, ja. Und andererseits ist es so, wenn ich an Recyclingbeton denke, dann ist natürlich ein wesentlicher Kostenfaktor, wenn ich den Beton nicht recycle, dann muss ich ihn irgendwo anders einsetzen. Ja? Und da gibt es natürlich auch Alternativkosten. Das heißt, ich muss immer diese Alternativkosten mitdenken und die spielen eine wesentliche Rolle. Aber so über den Daumen gepeilt würde ich sagen, dass Recyclingbeton leicht teurer ist als primärer Beton. Ja. Okay, Dankeschön. Ich hätte noch eine Frage zum Landfill Mining. Ja.
Was gibt es denn da für konkrete Potenziale? Sie haben das am Anfang kurz erwähnt, dass das naja, man hat, ja, also da gibt es unterschiedliche Dinge. Also das eine ist, man versucht irgendwelche Industriedeponien rückzubauen, was durchaus Sinn macht, weil auf Industriedeponien sind zumeist sehr spezielle Abfälle abgelagert. Und da gibt es ein Beispiel, wo man in Kärnten Bleiberg, dort hat man irgendwie mal irgendwelche Schlämme von der Bleiverarbeitung abgelagert. Und man ist dann draufgekommen, dass in diesen Bleischlämmen ein spezielles Metall noch enthalten ist und hat dann begonnen, diese Bleischlämme wieder zurückzugewinnen und hat da sehr viel Geld damit lukrieren können. Aber das ist ein Erfolgsbeispiel. Andere Beispiele sind also klassische Deponie, wo gemischte Abfälle abgelagert wurden. Da zahlt es sich weniger vom Rohstoffwert aus, das zurückzugewinnen, aber es kann sein, dass einfach der Siedlungsraum erweitert wird und die Deponie dann irgendwo dem Siedlungsraum im Wege steht. Und wenn ich die Deponie entferne, dann kann ich den Siedlungsraum nutzen, also dann kann ich die Fläche nutzen und dann spielt es aus ökonomischer Sicht einfach der Flächenpreis eine Rolle für dieses Landfill Mining. Ja. Also man und kann was macht man dann in dem Fall, was macht man mit der Deponie? Verlagert man die einfach? Ja, also teilweise versucht man dann gewisse Sachen rauszuholen, weil man versucht dann Metalle, die da drinnen sind, noch rauszuholen, ja, die lukrativ sind. Und das andere wird dann verbrannt oder muss dann verbrannt werden und die Rückstände werden deponiert. Ja. Ja. Und die Verbrennungsrückstände sind ja meistens dieses Slag. Ja. Und gibt es da gute Methoden, das wieder zu verwenden? Also kann man sowas zum Beispiel in 3D-Druck oder so, also mit irgendwie Klebstoff oder irgendwie so eine Sachen? Der Punkt ist, diese Rückstände aus der Müllverbrennung, also der Verbrennung, die sind, wie soll ich sagen, von der Zusammensetzung problematischer wie Virgin Material, weil sie einfach gewisse Schwermetalle und so weiter enthalten. Und da sind Kollegen von mir, beziehungsweise Kollegen von der Verfahrenstechnik an der TU, gerade dabei zu untersuchen, inwiefern diese Rückstände aus der Verbrennung auch als Zuschlagstoff für Recyclingbeton verwendet werden können. Ja. Aber da braucht es entsprechende Aufbereitungstechnologien, um diese Rückstände so weit Schadstoff zu entfrachten, dass sie auch wirklich eingesetzt werden können. Ja. Noch Fragen? Ja, ich hätte auch noch eine kurze Frage. Und zwar, in Wien gibt es ja zum Beispiel auch die Materialnomaden, die sich eben genauer auch damit auseinandersetzen. Ja. Eben nicht unbedingt Material wiederzugewinnen, sondern wirklich Bauelemente wiederzugewinnen und wiederzuverwerten. Ja. Sehen Sie da auch ein großes Potenzial, weil Sie ja ursprünglich gemeint haben, es ist eher schwieriger, wirklich Elemente im gleichen Kontext wiederzuverwenden, das leicht ist, das Material eher wiederzuverwenden. Ja, also ich finde die Arbeit der Materialnomaden ganz wichtig und irgendwie, das macht Sinn. Aber wenn man sich irgendwie die Gesamtmassen anschaut, ja, dann muss man sich vor Augen halten, dass das irgendwie von diesen 1,8 Millionen Tonnen, ja, dann reden wir vielleicht am Ende des Tages, was die Materialnomaden da irgendwie an Umschlag generieren können, dann reden wir vielleicht von 100, 200 Tonnen. Also es ist besser wie nichts, ja. Aber es ist nicht die finale Problemlösung. Und diese Reuse, Wiederverwendung, das wird sich immer nur auf Rosinen irgendwie, fokussieren. Ja? Weil da geht es um ganz spezielle Dinge dann, die einen hohen Wert haben oder die einen Wert haben. Aber die große Masse wird damit nicht umsetzbar sein. Ja? Mhm. Aber ich finde es sehr spannend, was da gemacht wird. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, weil ich vorher gesagt habe, es ist irgendwie nicht relevant. Das stimmt im Kontext der Gesamtmassen. Ja. Ja. Okay, ja, danke. Ich hätte keine Frage, aber ich würde gerne ein bisschen was anmerken. Ja, gerne. Und zwar, ich finde das eigentlich ziemlich spannend, dass man den Abbruch schon mit einplant in der Planung. Und ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und ich denke mir, also zum Beispiel bei uns im Büro ist das halt überhaupt kein Thema. Und ich glaube, was das Riesenproblem von dem ist, einfach, dass dieser Abbruch natürlich emotional irgendwie Jahrzehnte im Voraus liegt. Und ich glaube, das ist einfach diese Riesenproblematik, was diese ganze Abbruchbranche hat, weil im Endeffekt ist die ja eigentlich
sagen wir mal, 40, 50 Jahre verzögert. Mhm. Und ich denke mir auch zum Beispiel, also wenn wir bauen ja wirklich, also wir bauen ja Industriebauten, halt also für größere Kunden und sitzen da sehr viel auf Holzbau im Büro. Und wenn ich überlege, dass man sagt, man muss dann eigentlich, also im Endeffekt bestimmt ja trotzdem auch der Kunde, wie nachhaltig sein Gebäude wird und natürlich auch das Budget, was er dafür ausgeben will. Und ich glaube, ja, es ist schwierig, wenn man dann den Kunden auch noch zusätzlich überzeugen muss, dass man jetzt nur mehr Geld investiert in die Planung vom Abbruch, weil das ist ja auch Planungsaufwand, zusätzlich den natürlich irgendwer bezahlen muss. Und vielleicht dann teurere Materialien, die eben leichter trennbar sind, etc. Ja. Weil das einfach ein Thema ist, glaube ich, also wenn man jetzt ein Gebäude verkauft im Büro und dann sagt man, ja, aber du musst da noch Geld einplanen für den Tod des Gebäudes, das vielleicht irgendwann einmal stattfindet, wo der das Gebäude jetzt bezahlt und beauftragt, vielleicht gar nicht mehr lebt. Also finde ich super schwierig und ich glaube, dass da wirklich ein großes Umdenken stattfinden muss in die Büros, dass man wirklich sagt, dass das auch ein Thema wird und dass das eigentlich auch zum Kreislauf dazugehört, wenn ich wirklich ein Gebäude planen will und bauen will, dass ich den Aspekt eigentlich auch mit einbinden muss. Ja, ja, sehr, sehr guter Kommentar. Ich glaube, dass es emotional auch total schwierig ist, das irgendwie auch schon mitzunehmen. Irgendwie, ich meine, das übertreibe ich ein bisschen, aber das ist so ungefähr, wenn man bei der Geburt eines Kindes das Begräbnis schon irgendwie mitplanen. Ja. Aber so in die Richtung geht es irgendwie. Ja. Ja. Aber vielleicht gibt es ja in der Zukunft, also in 50 Jahren, wenn die Gebäude, die wir jetzt bauen oder so abgerissen werden, bessere Möglichkeiten zu recyceln. Und ich glaube, dass heutzutage der Vorteil ist, dass wir extrem viele Daten über die neuen Gebäude haben, die man früher vielleicht nicht hatte. Also es gibt noch Dateien zusätzlich zu handgezeichneten, also früher gab es oft handgezeichnete Pläne, wo man nicht die Materialien genau ablesen kann. Und jetzt, wenn wir so viele Daten über Gebäude haben, kann man vielleicht in 50 Jahren dann auch aus der Datenlage besser herausfiltern, was man jetzt recyceln kann und was nicht. Also ja, das wäre die Hoffnung. Die Frage ist nur, ob die Datenträger, die wir heute anlegen, die Datenformate in 50 Jahren noch lesbar sind. Ja. Ja. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht. Sehr coole Diskussion. Ja, und wünsche Ihnen noch weitere spannende Vorträge in der Reihe. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.